Yo, moin Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr ganz leicht farbige BMX-Fahrräder bekommen könnt, ohne lästige Sucherei in der Open World. Und außerdem zeige ich euch, wie ihr ganz leicht eure Fahrräder alle versichern könnt und somit vor Online-Spieler schützen könnt. Und das Beste, Leute, diese beiden Glitches sind sogar solo. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig heftig zu verprügeln. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr einfach in irgendeiner Online-Sitzung und geht übers Handy ins Internet. Seid ihr im Internet angekommen, geht ihr auf Reisen und Transport und geht auf die Fahrradseite. Seid ihr auf der Fahrradseite, geht ihr aufs BMX drauf, so dass ihr auf theoretisch auf Bestellen klicken könntet. Aber ihr bestellt jetzt nicht, nein, geht jetzt ganz oben auf das Häuschen, dass ihr so gesehen wieder ins Startmenü vom Internet kommt. Seit dem Startmenü von Internet geht ihr jetzt auf Legendary Motorsport. Seid ihr auf Legendary Motorsport angekommen, geht ihr jetzt einfach zum Z-Type und Leute, es muss der Z-Type sein. Ich werde auch gleich erklären, warum. Habt euch den Z-Type rausgesucht, wählt euch jetzt eine Farbe aus, was das BMX später haben soll. Ihr habt jetzt eine Auswahl zwischen 8 Farben. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach mal die blaue Farbe. So, jetzt geht hier oben auf die Uhr. Denn Leute, ihr seht schon, BMX ist Details 3 und der Z-Type ist auch Details 3. Ich kann es nicht genau erklären, warum das so ist, aber irgendwie scheint da eine gewisse Verbindung zu sein. Deswegen könnt ihr irgendwie die Farbe zwar beim Z-Type auswählen, aber auf das BMX später kaufen. So, seid jetzt auf der Uhr draufgegangen, geht jetzt einfach auf die Fahrradseite mit Details 3. So, jetzt seid ihr wieder im BMX-Kaufbildschirm. Und jetzt geht ihr auf Bestellen und wählt die Garage aus, wo das Fahrrad geliefert werden soll. Und das ist auch schon der Glitch, Leute. Denn das BMX wird jetzt farbig geliefert. So einfach ist die Scheiße. Ja, wirklich. Ich habe jetzt einfach noch ein zweites Fahrrad direkt hinterher bestellt, denn es ist einfach wirklich mega leicht. Aber Leute, ich zeige euch jetzt das Problem, was ihr vielleicht auch kennt. Denn wenn ihr jetzt mit einem schönen BMX rausfährt und denkt so, ach, passt dann, wäre doch echt ganz cool, kommt irgendein Online-Spieler mit einer Haftbombe oder sonst irgendwas und zerstört euer Bike. So, wenn ihr jetzt Moss Mutual anruft, werdet ihr merken, dass die Drecksäcke einfach nicht rangehen. Sprich, das Fahrrad war ja nicht versichert und es wäre theoretisch verloren. Je nachdem, was für ein Fahrrad das ist, ist das schon ziemlich blöd, denn man kriegt sie eventuell auch nicht so leicht wieder. Deswegen zeige ich jetzt die Methode, wie ihr eure Fahrräder versichern könnt. Und zwar geht jetzt in die Garage rein, wo ihr eure Fahrräder drin habt. Und sucht euch jetzt ein Auto raus, was ihr zerstören könnt. Sprich, ihr nehmt jetzt ein Auto, was ihr nicht so oft benutzt oder recht selten benutzt, wo es euch egal ist, dass das Auto generell zerstört bleibt. In meinem Fall nehme ich jetzt ein Elegy und fahrt jetzt einfach mit dem Auto einfach aus der Garage raus. Seid ihr draußen angekommen, zerstört ihr dieses Auto. Habt ihr das Auto zerstört, geht es also wieder zurück in die Garage und fahrt jetzt mit eurem Fahrrad einfach raus. Und wenn jetzt nochmal ein Online-Spieler kommen würde und euer Fahrrad zerstören würde, auf böswilliger Weise natürlich, dann seid ihr jetzt so gesehen versichert. Denn wenn das Fahrrad jetzt zerstört ist und Moss Mutual anruft, werdet ihr merken, boom, ihr könnt euer BMX wieder bestellen. Und das Geile ist, Leute, an diesem Glitch, ihr könnt sogar euch die Fahrräder, die so gesehen vor dem Glitch zerstört wurden, auch wieder bestellen. Ich gehe jetzt einfach auf alle wieder reparieren und ihr werdet merken, Leute, dass alle BMX-Fahrräder wieder da sind. Sprich, es ist völlig egal, ob die Fahrräder zuerst zerstört werden oder ihr zuerst das Auto zerstört und dann die Fahrräder zerstört werden, denn ihr könnt die Fahrräder immer wiederholen mit diesem Trick. Und das war's auch schon, Leute. Wenn euch diese beiden kleinen Glitches gefallen haben, würde ich mich mega freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben da lassen würdet. Ich bin raus, bleibt gesund, euer Bombard. Ciao.